Grundsätzlich gilt ja immer diese Frage, ja, es gibt so diese Menschen, die sagen, hey, du kannst dir kein Auto kaufen, das ist das Dümmste, was du als Unternehmer machen kannst. Und es gibt die Leute, die sagen, hey, wenn du dir ein Auto leasst, kannst du es dir eigentlich nicht leisten. Und ich muss sagen, beides stimmt nicht. Es kommt wirklich immer drauf an und das will ich euch heute hier in diesem Video erklären. So, hi und herzlich willkommen hier wieder in diesem neuen YouTube-Video. Mein Name ist Max Weiß, Gründer und Geschäftsführer der Weiß Consulting und Marketing GmbH. Und dadurch, dass jetzt viele Leute gesehen haben, hey, ich habe mir ein neues Auto geholt und habe ja generell auch mehrere Autos, habe ich jetzt immer mehr diese Frage bekommen, hey Max, was ist eigentlich besser? Sollte man ein Auto kaufen? Sollte man ein Auto leasen? Was sind da die Unterschiede? Was würdest du empfehlen? Und genau über dieses Thema möchte ich hier heute in diesem Video sprechen. Das heißt, wann kann man eher ein Auto kaufen? Wann sollte man es leasen? Was sind die Vorteile und Nachteile? Und das will ich mal konkret aufschlüsseln. Zusätzlich könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr ein Video zu meinem neuen Auto, den Bentley, wie ihr ja auf Instagram schon gesehen habt. Vielleicht können wir mal ein kurzes Bild einblenden, Tobi. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da mal ein Video zu haben wollt zu diesem Auto. Dann werde ich euch mal konkret erklären, wie ich überhaupt auf dieses Auto gekommen bin, warum ich mich entschieden habe, dieses Auto auch zu holen und wie das Auto auch konkret ausschaut. Das heißt, wir machen da mal Soundcheck und alles, was da dazugehört. Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, wir starten jetzt auch direkt in das Video. Wir können super gerne, auch wenn ihr neu seid, den Channel schon mal abonnieren. Wir reden hier viel über das Thema Online-Marketing, Unternehmertum. Ich bin selbst erst 20 Jahre alt, habe mehrere Firmen im Bereich Online-Marketing, mittlerweile auch Offline-Firmen und so weiter. Und von dem her rede ich hier aus Erfahrung. Das heißt jetzt auch, wenn ich hier dieses Video mache, ich bin kein Steuerberater oder sonst was. Das heißt, wenn ich euch jetzt irgendwelche steuerlichen Tipps gebe, darf ich nämlich gar nicht. Dann, wie gesagt, ich bin kein Steuerberater. Ich sage euch einfach nur, was ich aus der Erfahrung her so weiß, was ich generell auch selber so mache. Und von dem her würde ich sagen, starten wir jetzt auch direkt rein. Grundsätzlich gilt ja immer diese Frage, ja, es gibt so diese Menschen, die sagen, hey, du kannst dir kein Auto kaufen, das ist das Dümmste, was du als Unternehmer machen kannst. Und es gibt die Leute, die sagen, hey, wenn du dir ein Auto leasst, kannst du es dir eigentlich nicht leisten. Und ich muss sagen, beides stimmt nicht. Es kommt wirklich immer drauf an und das will ich euch heute hier in diesem Video erklären. Warum? Weil ich persönlich beides gemacht habe. Ich habe einmal ein Auto gekauft, jetzt das neue und beispielsweise auch ein Auto geleast. Das ist mein altes Auto, in Anführungsstrichen alt. Das ist noch nicht wirklich alt. Die Leute, die mich kennen, wissen, das ist ein Audi. Und genau, von dem her würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal auf das Thema Auto kaufen ein. Und da ist es natürlich so klar, man muss erstmal das Geld haben. Leasing ist natürlich immer viel, viel entspannter generell, weil du einfach eine monatliche Rate hast und nicht sofort super viel Geld bezahlen musst. Aber auch hier muss man sagen, wenn man jung ist, beispielsweise wie ich 20 Jahre alt und du willst dir einen Sportwagen oder so leasen, dann musst du teilweise hier eine richtig heftige Anzahlung machen, also viel Geld anzahlen. Und da musst du auch erstmal das Geld aufbringen. Deswegen, was man bei Kaufen ganz klar sagen kann, was keinen Sinn macht, irgendwie ein neues Auto zu kaufen, einen neuen BMW zu kaufen, einen neuen Audi zu kaufen oder sonst was, weil du direkt einen Wertverlust hast. Das heißt, ups, jetzt habe ich das hier direkt mal verschoben. Ich schreibe das jetzt auch direkt mal konkret hier kurz hin. Wir haben hier einen Wertverlust. So, gerade am Anfang, wenn das Auto eben neu ist. Das bedeutet, wenn man generell ein Auto kaufen möchte, sollte man natürlich ein Auto kaufen, was eben hier keinen Wertverlust hat oder nicht mehr so einen starken Wertverlust hat. Weil dann ist es natürlich so, du zahlst diesen Betrag einmal und wie sieht das Ganze steuerlich aus? Es wird beispielsweise auf circa 4 bis 5 Jahre, kommt immer so ein bisschen drauf an, abgeschrieben. Ich schreibe euch das auch mal kurz auf. So, abgeschrieben. Was bedeutet das? 4 bis 5 Jahre abgeschrieben. Wir nehmen jetzt einfach mal ein Auto, sagen wir mal, das kostet irgendwie 100.000 Euro. Das bedeutet, wenn wir das Auto beispielsweise jetzt auf 4 Jahre abschreiben würden, dann ist es so,
Wir würden jedes Jahr 25.000 Euro als Geschäftsausgabe abschreiben können, was beispielsweise unseren Gewinn mindert, wo wir im Endeffekt natürlich irgendwo weniger Steuern zahlen können. So, auf 5 Jahre wären es dann 20.000 Euro. Jetzt ist es aber so, wenn du dir beispielsweise ein Auto gekauft hast, was jetzt nicht so viel Wertverlust hat, dann kannst du jedes Jahr, wie gesagt, 20.000, 25.000 Euro als Geschäftsausgabe ansetzen und abschreiben und kannst hier, wie gesagt, nach ein paar Jahren, nach 4, 5 Jahren das Auto wieder verkaufen, ohne dass du vielleicht einen großen Wertverlust gemacht hast. Das heißt, da macht Kaufen beispielsweise definitiv Sinn. Und es gibt Sportwagen und so weiter, da ist es so, die kosten teilweise im Leasing 2.000 Euro, 5.000 oder bis zu 5.000 Euro und das Geld ist halt weg. Das ist halt der große Nachteil. Wenn du ein Leasing hast, das Geld ist weg. Das bedeutet, du bezahlst was und das Geld ist weg. Beim Kaufen ist es immer so, du bezahlst etwas, aber du hast dein Geld eingetauscht, beispielsweise eine Sache. Das ist wie zum Beispiel eine Uhr. Du investierst, in Anführungsstrichen investierst, in eine Uhr, aber hast im Endeffekt dein Geld einfach nur eingetauscht. Das heißt, du kannst es auch wieder verkaufen. Beim Leasing beispielsweise ist das Geld, wie gesagt, halt eben weg. Beim Leasing ist natürlich der Vorteil, wie gesagt, du musst nicht so ultra viel Geld aufbringen und du hast halt geringere Raten. Das heißt, du kannst dir auch einen guten Sportwagen oder ein cooles Auto holen für wirklich sehr, sehr wenig Geld und auch das kannst du alles als Geschäftsausgabe ansetzen. Das heißt, du kannst konkret ein Auto, wenn du zum Beispiel jetzt eine Social Media Agentur hast oder im Online-Marketing tätig bist, kannst du natürlich ein Leasing als Geschäftsausgabe ansetzen, genauso wie den Sprit, genauso wie Reparaturen, genauso wie Winterreifen. Das gilt übrigens hier für beide Seiten, kannst du natürlich dann alles irgendwo bei der Steuer dann ansetzen. Genau, also nochmal so einen kleinen Flashback an dieser Stelle. Und zwar, wie gesagt, bei Kaufen ist es so, es macht eher keinen Sinn, wenn das Auto neu ist. Da würde ich euch zum Beispiel eher Leasing empfehlen. Und bei Kaufen ist es auch so, du holst dir beispielsweise wirklich, du machst eine Anschaffung, ein Auto, was du schon immer wolltest oder so. Bei Leasing ist es eher so ein bisschen ein Mittel zum Zweck. Du hast ein Firmenfahrzeug, du kannst fahren und so weiter, du kannst den oder es erfüllt seinen Zweck. Und was man vielleicht generell natürlich auch noch sagen muss, du musst natürlich hier jeweils auch ein Fahrtenbuch führen oder kannst die 1% Regelung machen. Das heißt, wenn du mit diesen zwei Gefährten im Endeffekt privat fährst, musst du diese Fahrten natürlich auch irgendwo versteuern. Das darf man auch nicht vergessen. Solche Dinge lernt man meistens nicht in der Schule. Und von dem her ist es vielleicht auch nochmal wichtig, um das gesagt zu haben. Wie gesagt, Kauf macht dann Sinn, wenn das Auto vielleicht nicht mehr so viel an Wert verliert, wenn das Auto vielleicht 50.000, 60.000 Kilometer drauf hat und du das nach 4, 5 Jahren wieder verkaufen möchtest. Es kommt natürlich wirklich, wie gesagt, komplett auf die Marke, komplett auf das Fahrzeug drauf an. Aber das sind mal so die wichtigen Dinge, die man dabei eigentlich beachten muss. In diesem Sinne kannst du gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie du dieses Video hier fandest, ob du selbst vielleicht schon Auto gekauft oder geleast hast, ob du vielleicht beides schon mal ausprobiert hast und vor allem eben auch, was dein Favorite ist. Würde mich sehr interessieren. Ansonsten, wenn ihr dazu noch weitere Fragen habt, stellt sie gerne unten in die Kommentare, dann werde ich da noch natürlich antworten. Ihr könnt mir super gerne auch auf Instagram @maxweiss einfach schreiben. Dort werde ich euch dann vielleicht eine kurze Voice oder so zuschicken. Und ansonsten, wie gesagt, gerne das Video liken, kurzes Feedback in die Kommentare und den Channel abonnieren, wenn ihr mehr dazu sehen wollt. In diesem Sinne, macht's gut, euer Max. Ciao.